Das Europäische Parlament hat mehr Macht, als viele glauben. Ohne eine Mehrheit im Parlament können viele Gesetze nicht verabschiedet werden, ohne die Zustimmung der Parlamentarier keine Fördergelder aus Brüssel. Und nach jeder Europawahl wird die EU-Kommission neu besetzt und jeder neue Kommissar braucht die Mehrheit im Parlament. Bevor ich Ihnen jetzt unseren Studiogast vorstelle, einen Überblick über die Themen, über die wir gleich sprechen werden. Kaum ein Thema treibt die Europäer so sehr um wie die Sorge um ihre Sicherheit, das erst recht seit dem Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Eng verknüpft damit ist unser zweites Thema die Asyl- und Migrationspolitik. Drittes Thema die Chancen der Wirtschaft und die Chancen für neue Arbeitsplätze. Und natürlich werden wir auch über die Klimapolitik sprechen, über den Green Deal der EU. Unser fünftes Thema ist die Landwirtschaft, denn in der Landwirtschaft fallen die meisten Entscheidungen auf EU-Ebene. Die Milliardensummen an Subventionen verteilt die EU, womit wir wieder bei der Macht der Abgeordneten sind. Und jetzt stelle ich Ihnen unseren Gast vor. Sandra Weser ist zurzeit noch FDP-Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Jetzt kandidiert die Deutsch-Französin zum ersten Mal für das Europäische Parlament. Die gelernte Betriebswirtin ist 1969 in Siegen geboren, im Westerwald. Außerdem ist sie Mitglied des FDP-Bundesvorstandes. Ihr Bekenntnis zu Europa lautet: Freiheit und Wohlstand in Europa nachhaltig fördern. Darüber werden wir gleich reden. Aber bevor wir über das Thema Krieg und Frieden reden, was viele umtreibt, sehen wir uns einen Film an über den Krieg in der Ukraine. Gerne. Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 löste in der NATO und in der EU ein Umdenken in der Sicherheitspolitik aus. Die Lage hat sich durch den Krieg im Nahen Osten zusätzlich verschärft. Die Union fordert in ihrem Programm für die Europawahl eine massive Aufrüstung der EU und einen eigenen Verteidigungskommissar. Wirtschaftlich ist die EU stark, doch politisch vor allem uneins. Von einer gemeinsamen Verteidigungspolitik ist die EU noch weit entfernt. Noch stehen die USA fest zu ihren Bündnisverpflichtungen im Rahmen der NATO. Was aber passiert, wenn Donald Trump die Präsidentschaftswahlen im November gewinnen sollte? Auch ohne die Amerikaner in Rammstein ist und bleibt Rheinland-Pfalz ein Militärstandort von zentraler Bedeutung. Ich finde, man sollte als verschiedene Länder und besonders auch als Europa eine klare Meinung aussprechen, wie man dazu steht und auch Grenzen setzen, die nicht überschritten werden dürfen. Da muss man Angst haben vor der Zukunft, wenn wir militärisch nicht in der Lage sind, uns selbst zu verteidigen. Es kann nicht sein, dass der Deutsche immer wieder nur anderen helfen muss, aber selbst auf der Strecke bleibt. Wie soll die zukünftige Außen- und Sicherheitspolitik der EU aussehen? Welche Rolle kann und will die EU militärisch spielen? Wann werden die Europäer sich endlich einig sein? Sie kennen die Debatten um den Ukraine-Krieg aus dem Bundestag. Was kann die EU tun? Wie sehen Sie das? Naja, also es wurde gerade ja auch schon angesprochen. Ich glaube schon, dass wir eine Verteidigungsunion anstreben müssen, auch jetzt in der nächsten Legislaturperiode unbedingt darauf hinarbeiten. Und am Ende des Tages wäre es natürlich wünschenswert, wenn eine europäische Armee als Ergebnis steht. Nur, ich sag mal, der Weg ist das Ziel. Es ist schon gut, wenn wir jetzt gemeinsam den Schulterschluss suchen, Synergien im Bereich Verteidigung und Außenpolitik heben, einfach eine gemeinsame Linie fahren, um eben auch stabile Verteidigungspolitik als EU zu machen. Die CDU fordert einen eigenen Verteidigungskommissar. Sind Sie dafür? Unbedingt. Ich glaube, das ist der richtige Weg, das entsprechend zu machen. Das ist übrigens auch eine Forderung der FDP. Ja. Verteidigung kostet bekanntermaßen viel Geld. Müssen wir mehr Geld in die Verteidigung, mehr Geld in die Sicherheit stecken? Ja, ich denke schon. Man muss halt einfach sehen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Wir hatten die Friedensdividende. Wir haben uns nach dem Kalten Krieg ein Stück weit in Sicherheit gewiegt. Und das hat sich jetzt nach dem Ukraine-Krieg, nach dem Nahostkonflikt ein Stück weit schon wieder
gewandelt. Ich glaube, das Bewusstsein der Menschen ist auch ein anderes. Also man möchte auch die Sicherheit weiter ausbauen. Und insofern ist es auch richtig, dass wir mehr in Sicherheit investieren, die Bundeswehr wieder besser ausstatten, die in den letzten Jahrzehnten, man kann salopp gesagt, kaputt gespart wurde, weil aber auch die Notwendigkeit nicht so gesehen wurde. Und jetzt ist aber der Moment, wo man eben wieder mehr in Ausrüstung investieren muss, um einfach bereit zu sein. Der Name Viktor Orbán fällt in diesem Zusammenhang ja ganz oft. Kann man mit jemandem wie Orbán eine gemeinsame Verteidigungspolitik machen? Naja, ich denke, es sind halt die Werte in Europa, die zählen, die wir auch weiterhin verteidigen müssen, wo wir auch ein genaues Auge drauf haben müssen. Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit etc. Auch daran muss sich ein Herr Orbán messen lassen. Und was aber den Bereich Verteidigung angeht, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir von dem Einstimmigkeitsprinzip wegkommen, dass wir nicht immer Herrn Orbán zur Toilette schicken müssen oder ihn irgendwie mit einer Milliarde dann ködern, dass er sein Veto aufhebt, sondern dass wir eben zu einem Mehrheitsstimmrecht kommen und dann für die EU auch vernünftige Entscheidungen, ohne die Blockade von einigen Ausreißern zu haben, entsprechend machen können. Müssen wir uns jetzt schon darauf vorbereiten, falls Trump, den wir ja eben gesehen haben bei seinem letzten Besuch in Brüssel, die Wahlen gewinnen sollte? Naja, also ich denke, es ist nicht nur Trump. Ja. Wir haben eigentlich schon seit Obama den Reflex, oder was heißt den Reflex? Man sieht, dass die Amerikaner sich mehr Richtung südchinesisches Meer orientieren. Die Chinesen bilden für die Amerikaner eine echte Bedrohung und sie möchten das natürlich auch ganz genau verfolgen, also ihre Kräfte ein Stück weit weg von Europa ziehen. Und man erwartet halt auch von uns innerhalb der NATO, dass Europa die Bündnisfähigkeit entsprechend unterfüttert und dass wir so ein bisschen ja auch erwachsen werden. Und das geht eben nur, wenn man auch Verantwortung übernimmt und nicht immer nur wartet, dass der große Bruder alles regelt. Und ich glaube, das ist nicht nur unter Trump der Fall, sondern wir sehen es, wie gesagt, schon seit einigen Jahren. Aber auch wenn Biden Präsident bleibt, wird der Weg dahin gehen. Das nächste Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist die Migrations- und Asylpolitik. Und dazu sehen wir uns jetzt einen Film an. Gut. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Zahl der Geflüchteten in der EU in den vergangenen zwei Jahren noch einmal stark angestiegen. Vor allem in Polen, aber auch in Deutschland, auch bei uns in Rheinland-Pfalz, sind die vom Krieg vertriebenen Menschen aufgenommen und versorgt worden. Wie lange sie bleiben werden, ist offen. Auch die seit 2015 zu uns gekommenen Menschen blicken in eine ungewisse Zukunft. Die Asylpolitik ist in allen EU-Staaten höchst umstritten, eine einheitliche Linie innerhalb der EU schwer zu erkennen. Ist eine gemeinsame Asylpolitik in der EU überhaupt möglich? Es hat bis jetzt nicht geklappt. Seit 2015, das sind jetzt 9 Jahre. Und was in 9 Jahren nicht geklappt hat, wird auch in den kommenden Jahren nicht. Wir Europäer sind kulturell einfach zu unterschiedlich. Na klar sind wir alle Europäer, wir haben uns alle lieb, das ist auch gut so. Aber wenn es jetzt um einzelne Politik der Länder geht, sage ich immer, das ist immer noch Ländersachen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass eben eine gemeinsame Lösung gefunden wird. Die deutsche Wirtschaft hat durch den Abgang der Babyboomer mit einem massiven Fachkräftemangel zu kämpfen. Pro Jahr gehen in Deutschland rund 400.000 Menschen mehr in Rente, als junge Arbeitskräfte nachrücken. Vor allem das Handwerk sucht bereits heute händeringend nach Nachwuchs. Ist Migration ein Weg, diese kommende Krise zu bewältigen? Das Europäische Parlament und die EU-Kommission und auch der Ministerrat jetzt final haben noch mal die Regeln verstärkt für die Asylpolitik. Sagen Sie, gut so oder muss da mehr geschehen oder ist Ihnen das zu viel? Also es ist schon mal der richtige Weg. Es ist gut, dass letztes Jahr Regelungen gefunden wurden, die aber natürlich jetzt auch erst umgesetzt werden müssen. Also wir müssen durchaus unsere Außengrenzen gemeinsam verteidigen, ein Stück weit auch besser überwachen. Migration, die nicht asylbedingt ist, einhegen. Weil bei uns ist jeder willkommen, der politisch verfolgt ist, der Asyl oder Anrecht auf Asyl hat. Aber eben, um die Kommunen in dem Bereich nicht zu überfordern, müssen wir schon unterscheiden, wer kommt aus wirtschaftlichem Interesse zu uns und wer hat wirklich Not in seinem Land. Und ich glaube, da muss man ganz klar die Differenzierung machen, weil wer aus wirtschaftlichen Motivationen kommt, dem sollte dann ein vernünftiges Zuwanderungsgesetz entsprechend entgegenstehen oder mithelfen, hier in die Europäische Union einzureisen.
reisen, um eben seine Arbeit hier zu finden. Und deswegen wünschen wir uns ja auch einen europäischen Talentepool. Ein bisschen so nach dem, oder wie Kanada das macht mit dem Punktesystem, dass aber dann ganz qualifiziert und bestimmt eben Zuwanderung aus wirtschaftlichen Gründen entsprechend gelenkt wird. Und Asyl ist dann die andere Säule. Teil dieses neuen Asylkompromisses auf EU-Ebene ist es ja auch, dass die Flüchtlinge verteilt werden sollen, gerecht verteilt werden. Ich nenne wieder einmal Viktor Orban, aber in dem Zusammenhang auch Donald Tusk, den polnischen Regierungschef oder die neue Regierung, die sich gerade in den Niederlanden bildet, die wollen da gar nicht mitmachen. Also ist es nicht doch zum Scheitern verurteilt? Naja, das darf man, glaube ich, nicht sagen, weil wenn man von vornherein sagt, es ist gescheitert, dann werden wir uns nie von der Stelle bewegen. Ich glaube, es ist ein Riesenpunkt. Also wir müssen eine faire Verteilung in Europa finden. Wir müssen da auch den Dialog suchen. Es müssen vielleicht dann auch Bestrafungsmechanismen folgen, wenn es dann nicht funktioniert. Zum Beispiel, ja, genau. Aber eins geht nicht, so wie es die letzten Jahre gelaufen ist, dass man Staaten wie Griechenland, wie Italien allein gelassen hat. So können wir in Zukunft Migration nicht steuern. Und am allerbesten wäre es natürlich, wenn die Menschen erst gar nicht sich auf den Weg machen, sondern dass diese Fluchtursachen eigentlich schon vor Ort bekämpft werden. Als eben in dem Film die Rede davon war, dass auch junge Fachkräfte gebraucht werden, haben Sie genickt, ja, zustimmend. Unbedingt. Das ist wirtschaftlich natürlich ein wichtiges Thema und darüber reden wir gleich. Und dazu schauen wir uns jetzt einen Film an. Die BASF in Ludwigshafen ist in 91 Ländern mit 293 Produktionsstandorten vertreten. Weltweit arbeiten mehr als 100.000 Menschen für den Chemiekonzern. Im Februar 2024 hat die Konzernleitung für Ludwigshafen zum zweiten Mal in 12 Monaten ein Sparprogramm auferlegt. Rund 1 Milliarde Euro soll in Ludwigshafen bis 2026 eingespart werden. Tausende Stellen in Ludwigshafen fallen weg. Viele, nicht nur in Ludwigshafen, fürchten eine schleichende Deindustrialisierung des Standorts Deutschland. Also Angst habe ich jetzt nicht um meinen Arbeitsplatz. Ich glaube, dass die Menschen hier am Standort schon Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Also Angst habe ich jetzt nicht um meinen Arbeitsplatz. Ich denke, wir sind da ganz gut abgesichert. Ganz anders ist die Stimmung beim Rüstungsunternehmen General Dynamics in Kaiserslautern. Das Unternehmen profitiert vom Krieg in der Ukraine. Seit 2022 ist die Auftragslage so gut wie lange nicht mehr. In den letzten Jahren wurden neue MitarbeiterInnen eingestellt. Ist die Industrie in der EU und speziell in Deutschland der Konkurrenz in China und den USA gewachsen? Wie können wir unseren Wohlstand sichern? Ich habe ein Werbeplakat gesehen mit Frau Strack-Zimmermann. Mhm. Da heißt es: Wirtschaft liebt Freiheit wie du. Klingt nett, aber was ist damit gemeint? Ja, es ist insofern zu interpretieren, dass man den Unternehmen einfach die Luft lassen muss, ihr Geschäftsmodell zu entwickeln. Das heißt, ich brauche Freiheit für Technologie, also Technologieoffenheit ist ein großes Thema, Forschung und Entwicklung. Also da auch die Rahmenbedingungen politisch so zu setzen. Ich meine, Eli Lilly ist einer der guten Beispiele hier in der Region, dass ja auch Unternehmen gerne nach Deutschland kommen, weil die Rahmenbedingungen in bestimmten Industriebereichen offensichtlich stimmen. Aber in anderen stimmen sie vielleicht da nicht so. Überladende Bürokratie ist da das Stichwort. Wir haben gerade in den letzten 5 Jahren einen extremen Aufwuchs über Europa bekommen, was Bürokratie angeht. Und da müssen wir natürlich ran. Aber im wirtschaftlichen Bereich ist, wie gesagt, ich denke mal, die Rahmenbedingungen, das einfach machen können, für Unternehmen das A und O. Aber es gehören natürlich auch die Arbeitskräfte dazu. Der EU-Binnenmarkt ist ja ein ganz wichtiges Modell für die europäische Wirtschaft. Haben wir zu viel Regulierung oder zu wenig dort? Ja, unbedingt haben wir zu viel Regulierung. Ich meine, das ist ja auch das, was wir zurückgemeldet bekommen von den Unternehmen, die sich eigentlich in Europa wohlfühlen, weil sie gut ausgebildete Fachkräfte vorbilden finden, weil sie Rechtsstaatlichkeit vorbilden, Demokratie, sind ja alles Werte, die nicht zu verachten sind. Nichtsdestotrotz, wir haben die höchsten Energiepreise mit auf der Erde, in Deutschland besonders hoch, aber auch in anderen europäischen Staaten, was schon ein Faktor ist für gerade energieintensive Unternehmen. Und Bürokratie, ich habe es eben angesprochen, ist natürlich auch ein Riesenproblem. Und da müssen wir ran. Also unser Beweggrund wäre ja, dass man sagt, ein Mittelstandskommissar, der prüft, ob es für kleine und mittlere Unternehmen auch noch passt, die überbürdende Bürokratie, oder ob man ausmisten muss. Ja, ist nur ein Beispiel. Ja. Die Liberalen sind bekanntermaßen keine Freunde von überbordender
Bürokratie, aber auch nicht von Subventionen. Aber es gibt viele, sowohl die Gewerkschaften, die auch die Unternehmer, die sagen, so wie die Chinesen, brauchen wir mehr Subventionen für zum Beispiel innovative Technologien. Sehen Sie das nicht so? Das sehe ich nicht so. Wir sehen gerade auch in USA, wo ja das Pendant von unserem Green Deal als IRA, also Inflation Reduction Act, läuft, dass dieser wesentlich besser angenommen wird. Und warum wird er besser angenommen? Weil er einfach ist, weil er einfach durch Steuerreduzierung Unternehmen anlockt. Das heißt, das generelle Gefüge, die Rahmenbedingungen passen politisch. Und wir machen mit dem Green Deal uns das Leben ein Stück weit schwer, weil wir mit überbordender Regelung oftmals die Unternehmen eher abschrecken als anziehen. Green Deal und die Klimapolitik der EU, das ist unser nächstes Thema. Und auch dazu haben wir einen Einspielfilm. Gerne. Überschwemmungen wie hier vor 3 Jahren an der Ahr, Waldbrände oder Dürre. Die Folgen des Klimawandels sind in Europa spürbar. Aber der Kontinent ist darauf nicht ausreichend vorbereitet. Zu dieser alarmierenden Einschätzung kommt die Europäische Umweltagentur in ihrem aktuellen Bericht. Die Experten der EU warnen, allein durch Hitzewellen könnten 100.000 Menschen sterben. Die CO2-Emissionen müssten so schnell wie möglich gesenkt werden. Schnelles Handeln und die Umsetzung des vielversprechenden Green Deals sind dabei gefragt. Kann das noch helfen? Ja, schwierige Frage. Ich glaube, Ideen sind schon da, je nachdem, glaube ich, in welche Partei oder welches Land man schaut. Aber die Hoffnung ist klein, sagen wir es mal so. Nee, glaube ich eher nicht, weil die EU ist ja nur ein kleiner Teil von der Welt. Das ist eine sehr gute Frage, aber ich denke, das ist sehr schwierig und vielleicht sind wir da schon zu spät. Mit dem Green Deal will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Die Emissionen sollen dadurch drastisch sinken. Um das zu erreichen, müssten die Wirtschaft und das Konsumverhalten der Gesellschaft sich ändern. Aber sind sie auch bereit dazu? Sind der Green Deal und unser Planet noch zu retten? Was können Sie, was wollen Sie, was werden Sie als Europaabgeordnete für den Klimaschutz tun? Können Sie da mehr tun als im Bundestag? Ich denke schon, weil natürlich mittlerweile über die EU ein Großteil unserer nationalen Gesetze beeinflusst werden oder vorgegeben werden. Also insofern ist die Stellschraube eindeutig in Brüssel und in Straßburg. Green Deal ist angesprochen, das Ziel ist auch richtig, aber der Weg dahin, der hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren als etwas zu kompliziert herauskristallisiert. Also es ist schon teilweise zu bürokratisch, es ist zu direktionistisch mit zu vielen staatlichen Eingaben. Also hier würde ich mir tatsächlich mehr soziale Marktwirtschaft wünschen, mehr Freiheit, einfach sich zu entfalten, weil wir haben in Europa super Unternehmen, die technologisch auf dem Top-Level sind und weltweit auch Maßstäbe setzen können, aber wir müssen ihnen auch die Chance geben, sich hier zu entfalten. Und gerade, wenn ich das noch sagen darf, gerade kleine Unternehmen, Startups mit tollen Ideen gehen uns häufig in Europa verloren, spätestens in der zweiten Einsammelrunde fürs Geld, weil wir keinen geeinten Kapitalmarkt haben. Und dann geht man eben nach USA oder im schlimmsten Fall nach China. Und das müssen wir eben auch durch eine Kapitalmarktunion entsprechend regeln. Wie ist Ihre Haltung zum Verbrennermotor? Der steht ja auch auf der Streichliste der EU. Wie sehen Sie das? Naja, also ich war noch nie ein Freund davon, den Verbrenner zu verbieten. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Der größte Teil auf dieser Welt fährt mit einem Verbrenner. Und wenn ich dort ansetzen kann mit klimaneutralen Kraftstoffen, habe ich einen enormen Hebel. Also ich könnte den kompletten Bestand und auch die Infrastruktur, sprich die Tankstellen, sofort nutzen und hätte einen sehr, sehr schnellen Effekt. Und den sehe ich nicht so gegeben, wenn wir nur auf rein elektrisch setzen, weil wir die Infrastruktur noch am Ausbauen sind. Und wir sind in Deutschland schon ziemlich weit vorangeschritten. Aber wenn man mit einem Elektroauto durch Europa fahren wird, dann wird es teilweise eng, was die Ladekapazitäten angeht. Also insofern beides technologieoffen. Wenn morgen eine neue Idee rauskommt, umso besser. Es geht ja immer um das Ziel, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Eine Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist ja auch, sagen viele, die Atomkraft. Wie sehen Sie das?
Ja, ich denke auch, es war ein Fehler, dass wir die verbleibenden Atomkraftwerke nicht haben weiterlaufen lassen. Es ist so ein bisschen, also unehrlich würde ich sagen, dass wir, um unseren Energiebedarf entsprechend zu decken aus dem Ausland, dann Atomstrom zukaufen. Und selbst Länder wie Polen zum Beispiel, die ja bisher immer die Fahne der Kohlekraftwerke sehr hoch gehalten haben, steigen auch auf Atom um. Deswegen würde ich mir wünschen, dass national da nochmal ein Umdenken stattfindet. Aber am Ende haben wir einen europäischen Energiebinnenmarkt, den wir auch weiter ausbauen müssen. Und wenn wir da den Mix hinbekommen, wir mit Erneuerbaren und andere Länder eben mit Atomkraft, dann soll es von mir aus auch recht sein. Also ich will jetzt hier gar keine Revolution vom Zaun brechen. Ja. Ein wichtiger Faktor für den Umweltschutz ist auch die Landwirtschaft und darüber reden wir nach unserem nächsten Einspielfilm. Gut. Aus ganz Rheinland-Pfalz kommen Anfang des Jahres Bauern mit ihren Traktoren nach Mainz. Vor der Rheingoldhalle demonstrieren sie am 8. Januar gegen die Pläne der Bundesregierung, beim Agrardiesel die Subventionen zu kürzen. Es geht um 21,5 Cent Steuerersparnis pro Liter. Auch in Koblenz nahmen knapp 1000 Bauern an einer zentralen Kundgebung vor dem kurfürstlichen Schloss teil. Am Morgen waren viele Autobahnen in der Region Koblenz blockiert. Also, die Bauern sind natürlich schon irgendwo so ein Rückgrat für Deutschland. Für die Umwelt auch nicht so gut, da unendlich viel Liter Diesel in die Luft zu blasen. Wir stehen hier, weil wir halt nicht wissen, was letzten Endes eigentlich von der Politik für eine Landwirtschaft gefordert wird. Wir endlich mal wollen, dass mir Armut gehört wäre und uns Armut zugesprochen wird. Rund 75 Milliarden Euro haben die europäischen Steuerzahler 2022 für die Landwirtschaft bezahlt. Mehr als 6 Milliarden Euro flossen nach Deutschland. Inzwischen ist die EU den Forderungen der Bauern erneut entgegengekommen, auch um weitere Proteste zu vermeiden. Werden so die Agrarsubventionen zu einem Fass ohne Boden? Die FDP ist die Partei der Marktwirtschaft. Das werden Sie sicher bestätigen, haben Sie auch mehrfach schon gesagt in diesem Interview. Aber ist der gemeinsame EU-Agrarmarkt nicht das genaue Gegenteil der Marktwirtschaft? Ja, und deswegen würden wir uns ja wünschen, dass es weniger Subventionen gibt, weniger Regelungen, die die Bauern im Prinzip abhängig machen von diesen Subventionen über ganz viel Bürokratie. Wir würden uns wünschen, dass zum einen die Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte erstmal wertgeschätzt wird, weil hochwertige Lebensmittel zu produzieren, kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug würdigen. Und dafür braucht man aber auch Zeit und Muße. Und wenn ich dann nur im Büro sitze, um mich irgendwelchen Subventionsanträgen zuwenden zu müssen, ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Also beziehungsweise FDP steht dafür, dass wir diese flächenorientierten Direktzahlungen zurückfahren, weil sie eben die kleinen und mittleren Betriebe entsprechend benachteiligt. Profitieren hauptsächlich die großen Betriebe davon, aber es sind gerade die kleinen regionalen Betriebe, die ja eben auch die guten Lebensmittel herstellen. Und wir sind dafür, dass wir es ein Stück weit marktgerechter ausgestalten und den Landwirten einfach die Zeit geben und die Möglichkeiten, ihre Sachen dann entsprechend zu produzieren. Was gut ist, die EU hat ja jetzt auch die Anforderungen ein Stück weit zurückgeschraubt, was die Ausgleichsflächen angeht. Ich denke, das hilft gerade kleineren Betrieben. Und es sollte einfach weniger Bürokratie und ein bisschen mehr Zeit fürs Arbeiten sein. Hatten Sie Verständnis für die Proteste der Bauern? Ja, also ich glaube, es war halt einfach dieser letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, und ich persönlich glaube noch nicht mal so sehr, dass es jetzt wirklich dieser Agrardiesel war, der es dann, der das Thema war, sondern es war einfach das permanent von den Bauern, was eingefordert wird. Ständig muss man irgendwas erfüllen, ständig muss man irgendwelche Pflichten erbringen und es wird immer mehr gekürzt. Aber wir haben natürlich auch das Problem, dass viele in der Kette bis zum Lebensmittelmarkt auch profitieren und gerade auch das Einkaufsverhalten mitbestimmen. Ich denke jetzt an die großen Ketten wie Aldi, die Rewe, Lidl etc., die natürlich auch ihren Teil dazu beitragen, dass die Bäuerinnen und Bauern extremst geknutet werden. Und auch da müsste man, glaube ich, mal ansetzen. Vom gemeinsamen EU-Agrarmarkt zu der ganz grundsätzlichen Frage, unsere letzte Frage, brauchen wir mehr oder weniger EU?
Ich würde mir mehr EU wünschen bei den ganz wichtigen Themen. Ich würde mir mehr EU wünschen in der Außen- und Verteidigungspolitik, in der Migrationspolitik, in der Energiepolitik und natürlich, dass wir einen schlagfertigen, guten Binnenmarkt bekommen, der weiterentwickelt werden muss. Er muss digitaler werden, braucht eine Kapitalmarktunion. Dieses Klein-Klein-Regeln bis in die letzte Ritze, sage ich mal, wo man dann am Wochenende auch als Privatmann sitzt und sich mit irgendwelchen Vorgaben rumschlägt. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir sollten uns auf die ganz großen Dinge konzentrieren. Und dann bleibt den Leuten auch die Freude an der EU. Weil ich denke, am Ende zählt die EU für die Menschen nur, wenn sie sehen, dass sie einen Vorteil von diesem ganz tollen Projekt haben. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war unsere Sondersendung zur Europawahl 2024. Das neue Europaparlament wird 720 Abgeordnete haben. 96 von ihnen kommen aus Deutschland. Damit hat Deutschland mehr Vertreter im neuen Parlament als jedes andere Land. In Deutschland stellen sich insgesamt 34 Parteien zur Wahl. Da müsste doch eigentlich auch etwas für Sie dabei sein. Wir haben über Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen, über Asyl- und Migrationspolitik, über den Klimawandel und den Green Deal der EU. Und selbstverständlich ging es auch um die Lage in der Landwirtschaft und die Chancen für die europäische Industrie, gerade gegenüber Weltmarktkonkurrenten wie China und den USA. Über allem stand und steht die Frage, wollen wir mehr oder weniger EU? Und auch da hat das neue Parlament mitzureden, denn die europäischen Verträge sollen neu ausgehandelt werden. Sie haben also wirklich die Wahl. Am 9. Juni können Sie mitentscheiden. Tun Sie es einfach.